Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar kam gerade der Postbote und wir haben ein riesen Paket bekommen, was hier schon neben mir steht und auch hier schon auf dem Boden verteilt. Und genau, wir haben uns den Nomi-Hochstuhl gekauft. Ich glaube, den kennen ganz, ganz viele. Und ja, für uns war auch klar, dass es auf jeden Fall der wird. Und ich wollte ihn euch heute mal zeigen und ihn auch mit euch aufbauen. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Genau, erstmal so zum Nomi an sich. Nomi ist ein, ja, Hochstuhl, der von Babyalter bis, ja, Erwachsen genutzt werden kann. Also auch ich könnte da noch drauf sitzen. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass der Nomi der, ja, kleine Bruder vom Stocke Tripp Trapp ist. Das beides ist vom gleichen Designer. Und der Designer hat damals für seine Tochter einen oder den Tripp Trapp entwickelt. Der ist ja auch von Geburt bis ins große Alter sozusagen. Und ja, für seine Enkelin hat er dann den Nomi Design erschaffen und gebaut. Ja, richtig cool. Das wissen, glaube ich, einige nicht, weil viele die beiden, ja, Tripp Trapp und Nomi auf eine Waage stellen und sich entscheiden, okay, was kaufe ich? Kaufe ich den Tripp Trapp oder kaufe ich den Nomi? Das war bei uns nämlich auch so. Aber wir haben uns für den Nomi entschieden, weil er erstens leichter ist. Zweitens, ja, nicht so sperrig, nicht so ein Riesenpaket, sondern halt wirklich ganz klein und handlich. Ja, und mir hat das Design aber viel besser gefallen. Des Weiteren hat er unter dem Sitz so Saugnopfen. Das heißt, du kannst den Sitz auf den Tisch klemmen sozusagen und kannst dann unterdurch wischen. Das ist auch richtig praktisch. Das hat der Tripp Trapp auch nicht. Ja, und allgemein hat mir einfach das Gesamtpaket vom Nomi viel, viel besser gefallen. Vom Preis sind sie, glaube ich, relativ gleich. Ich glaube, der Nomi ist ein bisschen teurer. Was auch beim Nomi richtig cool ist, man kann wirklich alles komplett selber gestalten. Die Mittelsäule kann man selber gestalten. Die Farbe, jedes Teil an Zubehör kann eine andere Farbe haben. Also das ist richtig, richtig cool. Das kann man natürlich beim Tripp Trapp auch, beziehungsweise kann man da natürlich den Stuhl an sich in einer bestimmten Farbe und die Babywanne natürlich. Ja, was auch richtig praktisch ist beim Nomi, ist, dass man den schieben kann. Das heißt, wenn man ihn leicht anhebt an einer Seite, hat er Rollen und man kann ihn so schieben, aber das zeige ich euch auch gleich noch alles. Ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch, was in diesem Paket drin ist und dann, ja, wollen wir den mal aufbauen. Ich will jetzt endlich sehen, wie der aussieht. Ja, wir haben ihn gekauft in der Farbe Kaffee oder Coffee. Es ist so ein, ja, so ein Braun, so ein leichter Braunton. Und die Mittelsäule, das ist nämlich dieses hier. Das ist, ja, ich glaube, in ganz normal Eiche. Was steht hier? Weiße Eiche, irgendwie sowas. Auf jeden Fall so ein ganz, ganz helles Holz. Genau, so sieht die auch aus, die Mittelsäule vom Nomi. So gehört es am Ende. Sieht total komisch aus, oder? Wie kann man sich da einen Hochstuhl drunter vorstellen? Ich bin auch sehr gespannt. Ja, was ich noch kurz erwähnen wollte, wir wurden nicht gesponsert von Nomi. Also ich habe den wirklich komplett selber bezahlt. Das, ja, glauben, denke ich, ganz, ganz viele. Ja, der Nomi kommt einmal mit dieser Mittelsäule. Die muss man sich aussuchen. Da muss man eben die Farbe wählen. Die gibt es auch in Schwarz, in ganz verschiedenen Holztönen und so. Da hat man wirklich eine große Auswahl. Allerdings ist die auch richtig, richtig teuer und das teuerste am ganzen Stuhl, glaube ich. Dann gibt es die Plastikteile, Plastikelemente. Das ist einmal hier die Rückenlehne. Dann gibt es hier einmal das Fußbrett sozusagen. Und dann gehört zu den drei Plastikteilen natürlich noch das Sitzkissen, da wo der Popo am Ende raufkommt. Die drei Plastikteile sind immer in einer Farbe wählbar, genauso wie die Säule. Und dann kann man sich noch Zubehör wie zum Beispiel den Bügel einzeln kaufen. Der, ja, ist eben für die Babys, dass sie nicht rausrutschen. Und einen Tisch haben wir uns auch noch dazu gekauft. Den kann man eben dann auch noch hier so draufklicken. Und dann hat man eben noch so einen Tisch. Das fand ich ganz praktisch. Kann man aber auch ganz einfach abmachen. Wir werden sehen, ob sich das
nachher bewährt oder nicht. Ja, dann braucht der Nomi natürlich noch Füße. Das sind diese hier, die gehören auch zu den Elementen, zu den Plastikelementen. Da hat man einmal diese zwei Füße und hier sieht man auch schon die Rollen. So, und da das ja dann das komplette Paket ist, haben wir natürlich auch noch die Babywanne gekauft. Die sieht so aus. Die hat hier diesen Anschnallgurt und ja, ist halt so eine Babywanne, wo man das Baby nachher so reinlegt. Auch die ist in derselben Farbe hier unten wählbar. Das finde ich auch richtig praktisch und ist natürlich auch in der Neigung verstellbar. Das könnt ihr, glaube ich, hier auch ganz gut sehen, wie das so dargestellt wird. Genau, und die haben wir eben hier einfach in einem Grau genommen. Finde ich am besten, falls es mal ein Geschwisterchen gibt, dass man da nicht, was Neues kaufen muss. Die gibt es nämlich auch in Rosa oder in Blau. Ja, um das komplette Paket abzurunden, haben wir noch ein, wie nennt man das? Polsterset. Wir haben einmal ein Sitzkissen in der gleichen Farbe wie die Babywanne, in so einem Grau meliert. Ein Sitzkissen. Und auch so ein, ja, Polster für die Rückenlehne. Das kann man eben so auf die Rückenlehne machen und dann, ja, so schön weich. Und es sieht optisch einfach richtig gut aus. Die kann man auch in tausenden Farben kaufen und ganz viele Leute nehmen die auch selber. Da wollen wir auch nochmal schauen, ob wir nochmal was finden. Aber genau, das Set haben wir uns eben auch noch dazu gekauft und somit haben wir wirklich, glaube ich, das komplette Set außer den Anschnallgurt. Den Anschnallgurt für den Sitz finde ich ich finde den einfach unnötig und ja, wir werden einfach sehen, ob wir den brauchen oder nicht. Und der ist mit 40 Euro echt teuer. Aber genau, wir haben jetzt das komplette Set und ich denke, wir bauen es einfach mal auf. Ach so, vielleicht auch noch interessant, hier unten ist Werkzeug mit dabei. Beine sind dran und jetzt kommt das Kopfteil. Das steckt man hier oben einfach rein. Und dann müssen wir hier unten einfach nur mit zwei Schrauben das Ganze einmal fixieren. So, das Kopfteil haben wir also auch. Dann haben wir hier noch das Bodenstück für den Fußboden. Und dann gibt es noch das Sitzstück, das hat auch so ein Drehding, passt. So, für die Babywanne brauchen wir natürlich die Babywanne. Die hat hier genau den gleichen Verschluss wie der oder die Rückenlehne und den stecken wir auch einfach hier oben raus. Und dann hat sie hier unten auch das gleiche Teil wie die anderen Teile, so zum Drehen. Den müssen wir hier einfach nur einhaken und dann
auch wieder festschrauben. Hier unten kann man eben auch stufenlos verstellen und dann eben einstellen, ob man zum Beispiel eine Sitzposition oder eine Liegeposition für das Baby haben möchte. Auch total praktisch. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und sieht dann so aus. Ja, das ist jetzt sozusagen die Babyschale, so wie wir den Nomi jetzt die nächste Zeit verwenden werden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie der sich in der Praxis macht. Ihr werdet auf jeden Fall einen Bericht lesen oder hören von uns. Und genau, das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So einen kleinen Anbau oder Aufbau. Ja, ich bin wirklich sehr überrascht und freue mich, den zu testen. Und genau, dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!